Damit hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Let's Play auf unserem Kanal. Und zwar ist es Animal Crossing. Let's go to the city. Ja, wieso ich mir dieses Spiel ausgesucht habe, denn dieses Spiel ist einfach ein Teil meiner Kindheit, kann man so sagen. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, das zu Let's Playen, weil es mir Spaß macht. Und ich würde auch sagen, wir schauen auch direkt rein. Hey, tut mir leid, dass du warten musstest. Ich habe gehört, du ziehst um. Ja, das stimmt. Ich bin hier, um dich abzuholen. Nett von mir, was? Boah, ist die Schrift langsam. Ach, ganz allein und auf sich selbst gestellt zu sein. Ich weiß, wie du dich fühlst. Niemand, der dir sagt, was du tun sollst. Du kannst tun und lassen, was du willst. Tja, beneidenswert. Ach ja, ein neues Haus, neue Nachbarn, neue Freunde. Ein frischer Neuanfang und eine Welt voll ungeahnter Begegnungen erwarten dich. Ich meine, hört sich das gut an? Für meine Ohren? Oh ja, oh ja. Also los, bist du bereit für einen Neuanfang? Bereit für die Karten neu... Bereit die Karten neu mischen zu lassen? Oder willst du dein Leben aus Animal Crossing Wild World vom Nintendo DS System übernehmen? Nein. Neuanfang. Hey, ich stehe hinter dir. Ich meine, du pinselst dir ein komplett neues Leben zurecht, stimmt's? Und wie sollte das besser funktionieren als auf einer funkelnagelneuen Leinwand? Oh ja. Wow, der Bus wird jetzt jeden Moment ankommen, Junge. Wie die Zeit verfliegt. Alles klar, gehen wir. Ja, das ist heavy. Falls jetzt einige unter euch fragen, wieso ich nicht Animal Crossing New Leaf für einen 3DS Let's Player, ja, ich besitze keine Game Capture Card. Und ich habe auch nicht das nötige Kleingeld, um mir das im Moment zu kaufen. Puh, gerade noch rechtzeitig. Guck, wie so ein Pedo. Dieser Bus bringt dich direkt in dein neues Leben. Hey, sag mal, heute ist der 23. Januar 2015, oder? Und wir haben ganz genau 19.38 Uhr. Nee. Was? Nicht? Das ist heavy. Aber was stimmt denn nun? Ja, das Datum, das stimmt ja, aber die Uhrzeit nicht. Ja. Die Uhrzeit, da ist es 38. So. Beziehungsweise 39. Ist jetzt aber Aufwurst. Gut, also haben wir den, ja, bitte sagt, dass das stimmt. Ja, das mag stimmen. Danke. Ich weiß nicht, was mit dieser Uhr los ist. Tickt nicht ganz richtig, das Ding. So wie du. Nein. Also, ach ja, ich wollte fragen, wie du heißt. Wie wollen wir uns hier am besten nennen? Entweder, Sherlock? Nee, Sherlock heiße ich ja schon in Sims. Ich würde mal sagen, ich nenne mich dann hier Thomas. Der Thomas. Thomas, okay. Oh, Thomas, wie? Schöner Name, gefällt mir. Cool, ne? Ja, total, klingt witzig, aber trotzdem maskulin. Ich weiß, das ist heavy. Also Thomas, diese Stadt, in die du ziehst, wie heißt die? Wo ziehen wir am besten hin? Das ist eine sehr gute Frage und darüber habe ich mir noch keinen Kopf gemacht. Ja, wo können wir am besten hinziehen? Was passt zu einem Thomas? Ich soll jetzt nicht allzu lange überlegen. Nehmen wir einfach London wie in die Sims 3, weil mir im Moment nichts anderes einfällt und London eine geile Stadt ist. So, okay. London, was? Genau. Alles klar. Nach London also. Ja, da soll es wirklich schön sein. Ja, das kannst du ja auch bestimmen, ne? Du bist bestimmt schon richtig gespannt auf dein neues Leben. Boah. Naja. Was ist? Ist das ein Witz? Jetzt komm schon. Ja. Du flunkerst doch. Ich kann sowas sehen. Hör auf den ollen Olli zu verschaukeln. In den Gedanken wandelst du schon in diesem Moment schon durch dein neues Haus. Joa, vielleicht. Mihahahahahahahaha. Ich wusste es. Dieser Blick. Genauso könnte groß JP auf deiner Stirn stehen. Steht's aber nicht, Digga. Also, wie ist der Plan? Gehst du richtig in die Vollen und kaufst dir ein großes, schönes Haus? Joa. Boah, muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Ich hoffe, du findest ein Haus nach deinem Geschmack. Und hey, wenn du dir im Punkto Häuser schlau machen willst, geh einmal ins Rathaus. Hey, sieh mal. Ja, da ist das Rathaus. Das ist heavy, das ist echt heavy. Okay. Das ist ein Plan von London. Nimm ihn ruhig mit. Wenn du in der Stadt ankommst, sieh nach, wo das Rathaus ist und schau dort mal vorbei. Ja, das werde ich machen.
Nächster Halt London. London liegt jetzt vor uns. Das ist heavy. Oh, hey. Wir halten gleich in London. Alles klar. Ich hoffe, wir laufen uns mal wieder über den Weg für ein Schwätzchen. Ja, das könnte gut möglich sein, wenn ich wüsste, wo du bist. In Animal Crossing Let's Go to the City, wie der Name schon sagt, kann man auch in die Stadt gehen, was in dem vorherigen Teil nicht möglich war. Und ich ahne Schlimmes, wie mein Charakter aussieht. Das ist der Villager mit komischen Augen. Egal, ich kann damit leben, ich kann damit leben. Und jetzt fährt der Bus auch schon weg. Und jetzt sind wir hier. Um die Karte zu öffnen, zeige mit der Wii-Fernbedienung auf Haus und drücke A. Auf Haus, okay. Hier. Das Rathaus ist da, ne? Glaub schon. Einrichtungen, Rathaus. Nee, das ist da unten, okay. Gucken wir uns mal hier ein bisschen so um. Ah, Kirschen hat mein Dorf, das ist heavy, das ist echt heavy. Okay, da war schon mal nichts drin. Manchmal ist ja, wenn man auf Bäumen hier schüttelt. Hey, hat er nicht offen? Digga. Kurzzeitig geschlossen, bitte komm später wieder, okay. Manchmal ist ja auf Bäumen Geld oder Möbel sind da ja auch manchmal drin. Ich glaube, hier kann man rennen. Bei Animal Crossing New Leaf war das ja so, wenn man nach einer Zeit rennt, dann geht der Rasen ja nach einer Zeit kaputt. Aber ich glaube, das ist hier nicht. Deswegen renne ich einfach mal. Das Rathaus war irgendwie hier unten, ne? Mal gucken, ob es hier irgendwo unten lang geht. Okay, da ist auch schon so ein, ich nenne es einfach mal Seestern, wo man nachher mit der Schaufel irgendwas ausgraben kann. Verwendung, Nachricht, Schaltfläche, Nachricht anbringen, okay. Hinweis, am schwarzen Brett werden wichtige Mitteilungen der Stadt bekannt gegeben. Nein! No shit, Sherlock, no shit. Hier. Da gehen wir jetzt mal rein, das ist anscheinend das Rathaus. Bei Animal Crossing New Leaf, da ist es ja wenigstens Melinda und hier ist das komische Pelikan-Viech da. Oh, bist du Thomas? Du bist gerade in die Stadt gezogen, richtig? Ja, das stimmt. Willkommen in London. Mein Name ist Pelli, ich arbeite hier im Rathaus. Nun, dann lass uns keine Zeit verschwenden. Überlegen wir uns zusammen, wo du wohnen möchtest. Hier in London stehen verschiedene Häuser zum Verkauf. Groß und Größe und Preis sind bei ihnen allen gleich. Sie unterscheiden sich jedoch in Lage, Dachfarbe und Inneneinrichtung. Schauen wir doch mal, was du, was das Angebot so hergibt. Ah ja, im Moment haben wir 4 freie Häuser zur Verfügung. Such dir einfach eines aus, das dir gefällt. Hier auf dieser Karte kannst du sehen, wo sie sich befinden. Okay, gucken wir einfach mal. Ich werde da mal die Schlüssel für dein neues Haus suchen. Schau dich doch in der Zwischenzeit schon mal dort um. Richte dich nach der Karte. Dort wirst du wahrscheinlich Tom noch den Eigentümer treffen. Mit ihm musst du dich also über die Bezahlung einigen. Oh, weißt du überhaupt, wie du die Karte ansehen kannst? Ja, das weiß ich. Oh gut, ich hoffe, du findest es schnell. Yo, Digga. Ich hoffe mal, ich bekomme gute Nachbarn. Zumindest so süße und nicht solche Dinger, wo die so richtig creepy sind und denen du nachts nicht begegnen willst. Das erste Haus war, glaube ich, oben links. Ja, das war oben links. Jetzt gehen wir auch da mal nachschauen. Wie riesig. Ah, hier ist das wahrscheinlich ein gelbes Dach, wie ich sehen kann. Und wir gucken uns mal das von innen an. Wie es so aussieht. Okay, der Boden ist schon mal... Der gefällt mir nicht so. Und die Tapete geht eigentlich meiner Meinung nach. Jetzt gehen wir mal in den Dachboden. Also, das ist hier besser gemacht, dass der Dachboden schon da ist. Im Gegensatz zu Animal Crossing New Leaf. Da musste man sich den Dachboden für Wucherpreise extra kaufen. Und die Preise waren echt heavy. Hey, Tomnock, was geht? Guten Tag. Ah, hallo. Du bist sicher Thomas. Der Thomas. Oh ja, ich habe schon viel von dir gehört. Willkommen in London. Mein Name ist Tomnock und ich habe hier in der Stadt einen Laden. Ich hoffe, du wirst auch Kunde bei mir, hm? Und, wie war's? Du bist ganz begeistert, oder? Nicht wirklich. Oh, wirklich? Nun gut, das ist eine wichtige Entscheidung. Da fließt viel Geld. Sieh dir doch noch die anderen Häuser an und entscheide dich dann für eins. Das werde ich wahrscheinlich machen. Die Karte war hier. Ich glaube, das werde ich nehmen, da ich da relativ viele Nachbarn habe und nicht so allein bin. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Nein, die Blumen. Fuck. Wuffi.
Sprech mit dir. Hast du? Du bist neu hier, oder, Gruff? Gut, dass du uns erstmal rumgehst, um dich allen vorzustellen. Ich heiße Hasso. Wenn du dich um ein gutes Verhältnis zu mir bemühst, wirst du dann eine schöne Zeit verleben. Wenn du mir quer kommst, dann... Na, komm mir am besten einfach nicht quer, Gruff. Okay. Was, wenn ich das tue? Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Ein grünes Dach. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Das passt schon mal. Und jetzt gucken wir uns das von innen Einrichtung an. Der Boden, der gefällt mir. Nur die Tapete ist ein bisschen... Ja, eigentlich ist die Hütte relativ okay, so vom Preis her. Ich glaube, die nehmen wir dann jetzt auch. Denn ich habe jetzt nicht Bock, noch die anderen Häuser so durchzusuchen. Und da ist schon wieder Tom Nock verdeckt von einem Baum. Na, Thomas, ich werde so ein Haus hast du noch nicht gesehen. Was? Was sagst du? Hm, gefällt's dir? Ja, es ist toll, muss man sagen. Schön, schön, du willst also dieses Haus kaufen, hm? Ja, wieso nicht? Gut, damit steht es fest. Vom heutigen Tage an ist es dein Haus, Thomas. Den Kassettendeck da drin ist ein Einweihungsgeschenk vom alten Tom Nock. Den Ladenhüter bin ich los. Okay. Dann sag mal, Thomas, hast du dir schon die Dachboden angeschaut? Ja, immer wenn du genug von London hast, leg dich unbedingt auch in dein Bett auf dem Dachboden. Nur so behältst du alles, was du an diesem Tag gemacht hast, hm? Wenn du das vergisst, ist es so, als hätte der Tag nie stattgefunden. Also bitte vergiss das niemals. Das ist ganz entscheidend, ja? Das ist erstmal alles zum Haus von meiner Seite. Aber du hast sicher noch Fragen, hm? Hast du alles verstanden oder soll ich noch alles wiederholen? Ja, alles verstanden, alles verstanden. Oh ja, so schwer ist das alles nicht. Jetzt müssen wir nur noch eine unvermeidliche Frage klären. Die Bezahlung, also, ja, es gibt bestimmt so Freunde-Rabatt, ne? Da wären das Grundstück, das Gebäude, Steuern, Provisionen, diverse Gebühren, etc. pp. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Insgesamt bekomme ich für dein Haus 19.800 Sternis von dir. Ja, ich werde dir das Geld dann irgendwann überweisen. So in 2-3 Jahren, wenn ich mal Geld habe. Wie bitte? Oh, du machst Witze. Aber natürlich musst du dir nicht so sehr den Kopf darüber zerbrechen. Tom Nock ist kein gieriger Kredithai. Zwinker, zwinker. Lass dir mit der Rückzahlung ruhig Zeit, Thomas. Aber trotz allem, du musst Geld verdienen, Thomas. Willst du keinen Job als Haushilfe in meinem Laden, hm? Dann lernst du auch, wie man in dieser Stadt zu Geld kommt. Das, ja, ich bin dabei, weil du es bist, obwohl ich dich nicht mal seit 5 Minuten kenne. Schön, dann sind wir uns einig. Ich kann den Laden auch nicht ewig allein lassen. Das war's erstmal. Na dann, du hast dir ein schönes Haus ausgesucht. Dann stell dich doch jetzt allen vor, hm? Und vergiss dabei auf keinen Fall den Bürgermeister. Oh ja. Der Bürgermeister ist normalerweise im Rathaus. Denk auf alle Fälle daran. In der Zwischenzeit gucke ich mal, womit du mir später helfen kannst. Komm dann einfach in den Laden, ja, Thomas? Schau einfach auf der Karte nach, wo das Rathaus und der Laden sind. Sonst verirrst du dich noch. Okay. Geht der jetzt zum Laden oder spaziert der nur rum? Nee, der spaziert nur rum. Und wenn er nicht mehr im Bild ist, ist er weg, ne? Nee, doch nicht. Wieso habe ich so viele Hunde in der Stadt? Hallo? Keks. Willkommen in London, der Stadt in der Keks, denn üben... den Übungen täglich neu erfinden. Ja, das ist bestimmt wieder so ein Sportfreak. In jeder Stadt ist so ein Sportfreak. Ich habe gehört, jemand Neues würde zu uns ziehen. Gut, dass das nicht nur ein Gerücht war, Clef. Ich hatte sogar geplant, bis spät in die Nacht wach zu bleiben, um dich zu begrüßen. Yay. Aber gut, dass du jetzt schon da bist. Denn das bedeutet, dass Schlafen dir auch so wichtig ist wie mir. Ja, das kann sein. Hat er Probleme? Ich weiß jetzt schon, dass wir ganz dicke Freunde werden, Clef. Ja, Freunde. Ja. Ich würde auch sagen, die Folge geht schon circa eine Viertelstunde. Ich sehe es jetzt nicht genau, aber schätzungsweise. Und ich würde sagen, das war's dann auch hier mit der heutigen Folge von Animal Crossing. Und falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, ob es euch gefällt und ob ich es weitermachen soll. Also ich würde mich freuen, wenn ich es weitermachen könnte, denn dieses Spiel macht mir einfach Unmengen an Spaß. Und ich würde auch sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.